wenn ich denk an vergangene Zeiten, an die herrlichen Sehenswürdigkeiten unserer Wiener Stadt von anno damals. Da klopft bis zum Hals mir mein Alt-Wiener Herz. Es erzählte mir oft mein Herr Vater von der Sesselfrau, vom Maroni-Prater. Und mit Fiaker und Wasserer gingen dahin die schönsten Berufe aus Wien. Man hat drüber gesungen, voll Herz und voll Gemüt. Doch für einen Beruf gab's bis jetzt noch kein Lied. Die alte Engelmacherin vom Diamantengrund, die gibt's halt nimmer mehr. So manchen Mädel, das in Not war und vor Angst und Scham halb tot war, hat gerettet sie die Ehre. Sie hat einen Floh gemacht aus jedem Elefantenhund, er war viel Sympathie. Weil hast du heute keine Sorgen, hast du sie vielleicht schon morgen, und einen Ausweg wusst nur sie. Ihre Kundinnen, die waren niemals skeptisch, die blieben ihr ein ganzes Leben treu. Und war ihr Werkzeug einmal nicht ganz antiseptisch, dann machte sie statt einem Engel zwei. Die alte Engelmacherin vom Diamantengrund verteidigte sich dann. Überlegt es doch ein Wengerl, es gibt im Himmel so viel Engel. Da kommt's auf ein, zwei mehr ja wirklich nicht mehr an. Hallo. Sie hat viel Katastrophen verhindert, auch die Wohnungsnot hat sie oft gelindert. Und sie hat, auch wenn's niemanden kümmert, als erste Atome zertrümmert in Havin. Sie verzichtete auf jeden Titel, so bescheiden waren ihre Mittel. Was die Ärzte erreicht haben mit viel Evipan, hat sie nur mit Gottvertrauen getan. Und manchmal als Lohn für ihr edles Bemühen, ja, da kommen die Engel auf Urlaub nach Wien. Jetzt sind's da, die Engel. Zur alten Engelmacherin vom Diamantengrund. Wir liebten sie so sehr, weil ihre Hilfe war für alle und ihr Sinn für Soziale war beinahe schon legendär. Die alte Engelmacherin hat jeder kannt am Grund, sogar die Polizei. Aber auch ein Polizeirat, naja, ist ein Mensch und ist verheiratet, deshalb fand er nichts dabei. Jedoch, es gibt im Leben immer wieder Neider. Die Ärzte haben ihr das Handwerk abgestellt. Die machen heute genau dasselbe, aber leider verlangen's dafür 10-mal so viel Geld. Die alte Engelmacherin vom Diamantengrund hat das nicht lang ertragen. Und sie ist nach ein paar Jahren leider selbst ein Engel geworden. Und dann haben die anderen Engeln sie erschlagen. Ha!